Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Das Himmelreich ist gleich einem Hochzeitsmahl, das der Vater seinem Sohn bereitet. Das Himmelreich. Das Himmelreich, das im Evangelium für die Kirche steht, für die Versammlung der Gerechten, sagt doch die Heilige Schrift: Der Himmel ist mein Sitz. Gott spricht so: Der Himmel ist mein Sitz. Und Salomon sagt: Die Seele des Gerechten ist wiederum der Sitz der Weisheit. Und der heilige Paulus, der uns belehrt, dass Christus die Weisheit ist. Somit können wir leicht schließen, dass wenn Gott die Weisheit ist und die Seele der Sitz der Weisheit, wo man ja sagt, dass der Himmel auch der Sitz Gottes ist, dann können wir schließen, dass der Himmel also die Seele des Gerechten ist. Die Seele der Gerechten, derjenigen, deren Herzen auf der Erde nichts mehr suchen, nichts mehr begehren, dermaßen ist ihr Sehnen, ist ihr Sinnen schon in der ewigen Glückseligkeit. Ja, in diesen Herzen, in diesem kann man sagen, herrscht der Herr, Gott, wie im Himmel. Wenn die Seele der Gerechten der Himmel ist, dann herrscht notwendigerweise Gott in dieser Seele. So erklärt uns heiliger Gregor, der Papst, den Begriff des Himmelreiches, ohne aber zu versäumen, dass in der Erklärung des folgenden Gleichnisses nicht zu vergessen ist, dass die Kirche nicht nur die Gemeinschaft der Heiligen, sondern die Kirche ist jene sichtbare Gemeinschaft, die er mit dem Hochzeitssaal vergleicht, in welcher es Gute und Böse gibt. Er geht so weit und sagt, selbst derjenige, der das Hochzeitsgewand nicht angehabt hat und deshalb herausgeworfen wurde, der sagt, dieser war aber notwendigerweise in der Kirche. Warum war er in der Kirche? Weil er den Glauben hat. Denn ohne den Glauben konnte er gar nicht einmal im Hochzeitssaal sein. Dann wird er verdammt, dann wird er herausgeworfen in die Finsternis, wo Heulen und Zähneknirschen ist. Nicht, weil er den Glauben nicht gehabt hat. Ohne diesen Glauben, wiederholt der heilige Papst, kann er gar nicht in der Kirche sein, sondern weil er die Liebe nicht gehabt hat, das Hochzeitsgewand. Das Gleichnis spricht vom Vater, der dem Sohn ein Hochzeitsmahl bereitet. Und es ist naheliegend zu verstehen, dass das Hochzeitsmahl und der Vater und der Sohn niemand anders ist als Gott Vater und sein Sohn, unser Herr Jesus Christus. Und das Hochzeitsmahl ist jene Vereinigung, die im Schoße der allerseligsten Jungfrau Maria stattfindet. Eine Vereinigung, und hier weist der heilige Papst ganz streng auf das Hinken des Vergleiches, nicht zwischen zwei Personen, so wie es bei der Hochzeit ist, sondern zwischen zwei Naturen, der göttlichen und der menschlichen, im Schoße der allerseligsten Jungfrau Maria. Und diese beiden Naturen, wir wissen es, sind vereint in der einzigen Person, der zweiten göttlichen, die da ist, der Sohn. Liebe Gläubige, die Vorsehung will, dass heute auch das Fest der heiligen Teresa vom Kinde Jesu ist. Man kann sagen, das Fest dieses Himmels war doch diese Seele wahrhaft ein Himmel, in dem Sinn, wie wir ihn gerade jetzt vom
heiligen Papst Gregor herausgelöst haben, herrschte doch Gott in dieser kindlichen Seele. Und wir bitten auch in der Oration dieses Festes, dass wir diese Einfachheit, dass wir diese Kindheit, diesen Geist der Kindschaft haben mögen, wie ihn die heilige Teresa gehabt hat. Alle Heiligen sind ein Himmel in ihrer Seele. Oder alle Seelen der Heiligen sind ein Himmel. Welch größeren Himmel können wir uns vorstellen als die Seele der allerseligsten Jungfrau Maria? Die Seele der unbefleckten Empfängnis? Es gibt es. Es gibt eine Seele, in der wir in noch eigener Art und Weise diesen Himmel sehen. Und das ist die Seele unseres Herrn Jesus Christus. Das ist jene menschliche, jene natürliche Seele, die von einer göttlichen Person der Zweiten beherrscht wird. Jene Seele, die den Vater sieht. Jene Seele, die hier auf Erden wandelnd in der Anschauung Gottes war. Das ist ein Privileg, den nicht einmal die allerseligste Jungfrau Maria hier auf Erden hatte. Jene Seele, die all das bewerkstelligt hat, die deshalb diese Hochzeit feiern wollte zwischen der göttlichen und der menschlichen Natur, weil sie uns aus dem Elend der Sünde, aus dem Elend der Sklaverei der Sünde, aus dem unendlichen Elend der unendlichen Verlorenheit zurückgewinnen wollte, indem sie unser Heil verdient hat. Ja, Jesus Christus hat unser Heil verdient durch sein bitteres Leiden an Leib und Seele. Darum wenden wir uns an ihn. Nicht aber ohne das Mittel der allerseligsten Jungfrau Maria selber. Darum haben wir heute auch am ersten Sonntag im Oktober das Bittgebet zur Mutter Gottes von Pompeji gebetet, in welchem man fleht, zu Christus geführt zu werden. Aber wir wenden uns an Jesus Christus im festen Glauben, in der zuversichtlichen Hoffnung und in der Liebe zum Himmel, zur übernatürlichen Glückseligkeit, in der Hoffnung also und im Glauben, dass er uns aus dieser furchtbaren, augenblicklich die ganze Welt umspannende Tyrannei eines Versuches, die Menschheit als Ganzes auszurotten, erlösen möge. An diesem Punkt angelangt, liebe Gläubige, ist es für uns eine Pflicht, ein bisschen eine Klarstellung zu machen oder einen Kommentar abzugeben zu der letzten Stellungnahme von Monsignore Vigano. Haben wir ihn und verfolgen wir ihn ja mit Aufmerksamkeit und mit Respekt und Hochachtung. Gleichzeitig aber verfolgen wir ihn kritisch. Und so sehr wir seine letzte lange Ausführung sehr wertgeschätzt haben, in welcher er also weit ausholt, auch geschichtlich weit ausholt, auch theologisch weit ausholt. Sie erinnern sich an diesen Text, wo er also ausgehend von der augenblicklichen katastrophalen Lage für alles und alle bezüglich in dieser nennen wir so Sanitätsdiktatur, wie er aufzeigt, dass heute die Medizin nicht mehr eine Kunst ist, sondern geradezu eine Magie geworden ist, eine Religion, wie diese Magie aber teuflischen Ursprungs ist und das Verderben der Menschheit zum Ziel hat, aber wie dieser Verderb, der satanische Geist, nicht
von ungefähr ist, sondern alt ist wie die Welt, aber er weist darauf hin, wie sehr dieser satanische Geist die natürliche Gesellschaftsordnung mit der Französischen Revolution institutionell, verfassungsmäßig begonnen hat zu zerstören. Er geht sogar weiter, erinnern wir uns, und sagt, dass das übergegriffen hat auf die religiöse Welt und sagt, so wie die Assemblée Générale von 1789 Frankreich verfassungsmäßig zerstört hat und eine neue, naturwidrige Verfassung gegeben hat, so sagt er, ist das im Konzil Vatikanum II gewesen. Er sagt, das Konzil Vatikanum II hat die göttliche Konstitution, Verfassung der Kirche mit einer neuen Kirche ersetzt. Und er geht dann so weit, dass er sogar von Bergoglio spricht als einem Sektengründer. Und fügt noch dann hinzu, man kann sich auch nicht mehr auf Ratzinger verlassen, denn wenn er sagt, wir sollen uns vom Jesuskind an der Hand führen lassen in die neue Weltordnung, sagt er, das ist eine hegelianische Dialektik, dem wir auch nicht nachkommen können. Und das haben wir sehr geschätzt. Haben aber eine Frage gestellt, wenn wir uns an Jesus Christus wenden müssen, wenn wir uns im Glauben an ihn wenden müssen und mit ihm uns sakramental vereinigen sollen, dann hatten wir vor einigen Wochen die Frage gestellt, wie soll das geschehen in einer Sektenkirche? Was soll man den Gläubigen sagen? Geht es am Sonntag in die Kirche? Wir haben die Frage gestellt, ist es so schwer zu erkennen, dass wenn dieses Zweite Vatikanische Konzil eine Gegenkirche ist, wenn augenblicklich praktisch eine satanische Sekte herrscht, ist es so schwer zu erkennen, mit ein bisschen Studium, mit ein bisschen Aufmerksamkeit, dass in diesem Zuge es auch verständlich wird, dass man 1968 angefangen hat von der Bischofsweihe, die Sakramente sukzessive sozusagen abgetrieben hat und ungültig gemacht hat. Wenn der heilige Gregorius bei der Erklärung dieser Parabel, dieses Gleichnisses und darauf hinweist, ja nicht den Irrtum zu begehen, zu meinen, dass dieses Hochzeitsmahl im Schoß der allerseligsten Jungfrau Maria, diese Hochzeit zwischen zwei Personen stattgefunden hat. Er sagt, das müssen wir vermeiden, wie ein furchtbares Vergehen, so etwas zu denken. Es sind die zwei Naturen und nicht zwei Personen, die sich vereint haben. Dann fragen wir, wenn wir uns Christus zuwenden müssen, dann müssen wir uns jenem Christus zuwenden, der gelebt hat, der gelitten hat, der gestorben ist, der auferstanden ist, der sich selbst offenbart hat, der Menschheit, sich greifbar gemacht hat, sichtbar, hörbar, der gelehrt hat, der eine Kirche gegründet hat, der diese Kirche, das richtige Verständnis vom Begriff und der Realität Christus anvertraut hat, damit sie es hüte und weitergebe, so wie es hier der heilige Papst Gregor macht, indem er uns genau erklärt, wer Jesus Christus ist und wer er nicht ist. Und dann sagen wir uns, wie kann ich die Leute zu Jesus Christus schicken und dann sie zu Jesus Christus von Johannes Paul II. Schicken? Sagt er doch, sich auf Johannes Paul II. Berufen, Monsignor Viganon, ja, so wie er gesagt hat, am Anfang seines Pontifikates, öffnet die Türe, ja sogar reißt sie weit auf zu Christus. Dann frage ich mich, wie ist es möglich, dass er vor 14 Tagen noch so gut erklärt hat, dass das alles eine falsche Kirche mit einem falschen Christusbegriff ist, und auf einmal soll ich mich an den Christus des Johannes Paul II. Wenden. Wissen wir überhaupt, weiß Monsignor Viganò, wer der Christus
Johannes Paul II. Ist. Ich müsste eigentlich davon ausgehen, dass er es weiß. Er hat uns so gut erklärt, was diese Begriffe im heutigen modernen Kontext der modernen, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstandenen Kirche, Gegenkirche, Neukirche ist. Warum auf einmal kehrt er zurück zum Christus des Johannes Paul II., der ja genau der Christus ist. Und der Christusbegriff, den Satan schon zu Zeiten des heiligen Paulus und kurz danach suggeriert hat, um den wahren Christusbegriff, um vom wahren Christus abzulenken. Ja, heilige Paulus, am Schluss seiner großen Missionstätigkeit warnt er die von ihm eingesetzten Bischöfe in den verschiedenen Kirchen. Bald nach mir werden falsche Propheten kommen und euch ein falsches Bild und einen falschen Christus und eine falsche Religion künden. Genau jener Gnostizismus, den schon unser Herr Jesus Christus in der Apokalypse über den Engel tadelt und rügt, dass er in diesen Kirchen Kleinasiens anwesend ist. Was ist dieser falsche Christus? Was ist dieser falsche Christusbegriff? Liebe Gläubige, das ist jener Christusbegriff, den es auch in der Moderne gibt. Das ist jener Christusbegriff, der von Christus aussagt, dass er eine Person ist, die vom Vater den Heiligen Geist geschenkt bekommt. Das ist ein Christus, von dem man aussagt, dass er eine menschliche Person ist, die sozusagen vergöttlicht ist. Das ist ein Christus, von dem man aussagt, und so die Gnosis schon des ersten Jahrhunderts, dass er einfach ein Teil von uns allen ist. Und da wird es jetzt schon ein bisschen haariger, denn die Gnosis ist ja ein Pantheismus. Und der Pantheismus ist jene Irrlehre, die ja gar nicht unterscheidet zwischen Gott und der Schöpfung, sondern sie vergöttlicht die Schöpfung, so wie sie Gott materialisiert und zum endlichen Ding macht. Zum werdenden Ding macht. Ja, diese Irrlehre sagt, dass Gott das kleinste und unbedeutendste aller Wesen ist, dass sich in der Skala der anderen höheren Wesen erst beginnt zu zeigen und zu offenbaren. Und so sagt Teilhard de Chardin, der von Pius XII. Verurteilte Heretiker, dass Christus jenes Wort, jener Logos ist, der aber noch gar nicht existiert, der erst im Werden ist. Ja, diese Irrlehre sagt, Gott ist im Begriffe zu werden. Liebe Gläubige, wenn Sie mir sagen, das können wir nicht verstehen, dann heißt es, dass Sie verstanden haben, denn es ist ja absurd, wie nicht denkbar. Aber aussagbar, so wie ich sagen kann, der viereckige Kreis. Ist nicht denkbar, aber ich kann es mit den Worten sagen. Und diese Absurdität ist ausgesagt worden. Und wenn Benedikt XVI. Mit Stolz behauptet, dass das Konzilsdokument Gaudium et Spes, das heißt die Kirche in der Welt von heute, dass dieses Dokument dank des Gedankengutes von Teilhard de Chardin entstanden ist, liebe Gläubige, dann tun sich Abgründe auf. Denn tatsächlich lehrt dieser Heretiker, dass Christus, der Logos, das Wort, im Anfang war das Wort, das kehrt er um, er sagt, im Anfang war kein Wort, im Anfang war gar nichts und es ist noch immer nicht und es muss erst werden, dieses Wort. Und sagt er, wie soll dieses Wort werden, sagt der Teil der Chardin, gibt die Antwort. Über den Fortschritt der Technik
Und wenn Sie Gaudium et Spes lesen, ist es eine lächerliche Lobhudelei an den Fortschritt der Technik. Heute gelesen, lächelt man drüber. Aber wenn man tiefer hineinschaut, dann erkennt man, dass die Spritze, die auf unser Gencode direkt einwirkt und unseren Gencode unwiderruflich beeinflusst und verändert, dann erkennen wir, dass es wohl eine Verbindung gibt zwischen dieser Weltbevölkerungsmordkampagne der Spritze und dem Geist des Teilhard de Chardin und dem Geist des Konzils, des authentischen Konzils, eine innige Verbindung gibt. So wie die Verbindung innig ist zwischen der Freiheitstheologie von Helda Camara und dem Denker all dieses Massenmordes, der heute entstanden ist, Karl Schwab. Liebe Gläubige, die Kreise schließen sich. Und Johannes Paul II., nachdem er sich gerühmt hat, dass er mit den animistischen Pantheisten in Afrika am Togosee, nicht wahr, zusammen gebetet hat, im August 85, schreibt er gleich das nächste Jahr ein Enzyklika, Dominum Vivificantem. Und da spricht er von Jesus Christus als jene Person, die Knecht Gottes ist, der der Vater den Heiligen Geist schenkt. Erste verurteilte Häresie. Zweite verurteilte Häresie, schon im 8. Jahrhundert, Konzil von Frankfurt und der Papst Hadrian I., es strengstens verboten, von Jesus Christus als Person vom Knecht Gottes zu sprechen. Macht er aber ausdrücklich. Und fügt dann noch hinzu, aber dieser, das heißt diese Person, der Knecht Gottes, sagt er, ist nicht eine für sich isolierte und beständige Person. Ah nein. Und warum ist sie es nicht? Antwortet Johannes Paul II., weil er führt den Willen des Vaters aus. Aber frage ich mich, kann doch ruhig eine Person sein, vollständig eigenständig, und den Willen meines Vaters ausführen? Warum muss ich keine Person sein? Es gibt eine Antwort darauf. Jene Gnosis, jene Irrlehre, lehrt ja, dass es ja gar keine Personen gibt. Dass es ja gar keine Einzeldinge gibt. Dass das nur unsere Vorstellung, unsere Erfindung ist, dass wir sagen, ein Apfel ist nicht ein anderer Apfel, ein Mensch ist nicht ein anderer Mensch und ein Hund ist nicht ein anderer Hund. Nein, sagt diese Philosophie, es ist alles eins, numerisch eins, zählbar eins. Die Sterne, der Himmel, die Fische, die Tiere, die Menschen, die Häuser, der Staub, der Rauch, alles, alles ist ein einziges Ding und dieses Ding ist selber Gott, der im Werden begriffen ist. Liebe Gläubige, wenn Ihnen schlecht wird, dann haben Sie es vielleicht wirklich verstanden. Es ist teuflisch verkehrt und widersprüchlich, so etwas auszusagen, aber das ist die Lehre. Und das ist die Lehre des Konzil Vatikanums II. Und das ist das Gedankengut des Modernismus. Und somit ist es das Gedankengut des auch Johannes Paul II. Sonst hätte er ja nicht in Assisi dann im Oktober 86 alle Religionen eingeladen, zusammen zu beten. Somit sagen wir, wollen wir in dieser Krise, in dieser Weltdiktatur Zuflucht finden bei Jesus Christus? Wollen wir Zuflucht und Stärkung für unsere Seele und auch für unseren Leib in der Heiligen Kommunion finden? Wollen wir unsere Zuflucht bei der allerseligsten Jungfrau Maria finden? Ja, dann müssen wir aber auch wissen, wo Jesus Christus ist. Wo kann ich mich an seinem Leib und an seinem Blut kommunizieren? Und sehen Sie, es genügt nicht, den Namen Christi einfach so anzurufen. Katholische Religion ist nicht Magie. Der Name Jesus Christus ist nicht eine Zauberformel. Sondern Jesus Christus hat ein Leben gespendet
um zu erklären, um zu offenbaren, um zu zeigen, was und wer er ist und was somit das Wort Christus bedeutet. Erst recht an die Apostel, heilige Paulus, hat sich verausgabt, Jahre, wo er sagt, Tag und Nacht, mit Tränen habe ich euch erklärt, was das Evangelium ist. Somit, wenn wir den Namen Christus anrufen, dann kann ich nicht einfach sagen, ja, ich nehme den Namen Christus mit dem Johannes Paul II. Der Christus des Johannes Paul II. Ist nicht der Christus des Altares, ist nicht der fleischgewordene Sohn Gottes, sondern es ist haargenau in Wort und Schrift die Verneinung des geoffenbarten Christus. Darum, liebe Gläubige, müssen wir zu Rate gehen und uns fragen, bin ich sicher, dass dort, wo ich zur Kommunion gehe, dass dort wirklich Jesus Christus bekannt wird und Jesus Christus mitgeteilt wird? Oder gehe ich da wohin, wo mir jemand sagt, aber ja, Bergoglio ist ein schlechter Papst, aber er ist Papst. Aber ja, die neuen Bischofsweihen sind nicht schön, aber sie sind gültig. Aber ja, du hast die neue Messe gefeiert, jetzt kommst du zu uns, feierst die alte Messe, ist doch wunderschön. Na, dort habe ich keine Sicherheit mehr, dass ich den Leib und das Blut Jesu Christi bekomme, auf die Zunge gelegt. Und das nur, um die gewesenen Traditionalisten zu bezeichnen. Geschweige denn die sogenannte modernistische Kirche, wo diese Gewesenen dazugehören, wo man bestenfalls ein Stück Brot bekommt und das auf eine mit Schäl gebleichte Hand, wenn nicht in Plastikhandschuhe verhüllt, liebe Gläubige. Und deshalb, da wir ihn wertschätzen, da wir ihn auch da wir ihn lesen, wenden wir uns an Bischof Vigano und stellen ihm die Frage, wenn er doch so genau weiß, dass der Christus von Bergoglio und von Ratzinger und der Christus der modernen Amtskirche nicht der Christus ist, der die sichtbare Kirche gegründet hat, dann fragen wir, ja, warum schickst du uns jetzt auf einmal zum Christus von Wojtyla? Er möge sich bekennen, er möge Stellung nehmen zu der Gültigkeit der Sakramente und zur wirklichen Realität der sichtbaren Kirche Jesu Christi, wo sie ist und wo sie nicht ist. Weil sein Werk ist sehr wertvoll, er ruft die Christen auf, sich zu Gott zu bekehren, und er reißt die Maske herab von diesen verlogenen Autoritäten in Welt, Kirche und Medizin, die weltweit lügen, indem sie sagen, dass diese vermeintliche Impfung ein Heilmittel wäre. Dabei ist sie viel schlimmer als nicht der Virus selbst. Und dies hat dieser Mann den Mut und die Kraft zu enthüllen, so möge er auch den Mut und die Kraft haben, klar zu sprechen, wo das wirkliche Heilmittel Jesus Christus ist. Seine Kirche, seine sichtbare. Und wir nehmen diesen Aufruf wahr und möchten jetzt im Oktober und unmittelbar vor dem Fest des Heiligen Rosenkranzes innigst ans Herz legen, den Heiligen Rosenkranz täglich zu beten. Und wer dies nicht tut oder nicht tun will, der überlege, was er macht, denn es ist sehr schwerwiegend, einen eindringlichen, wiederholten Wunsch, Befehl der Allerseligsten Jungfrau Maria nicht durchzuführen. Sie möge uns zu Hilfe kommen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.